Später von Stephen King, 2021 erschienen und damit eines der neuesten Werke des Meisters, gerade mal 300 Seiten dünn und eine fette Anspielung auf eines der bekanntesten King-Werke überhaupt. Und ist es auch gut? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Tim, ich lade hier regelmäßig Buchvorstellungen hoch, aber auch eigene Kurzgeschichten von mir, die ich als Hörbuch hochlade. Wenn dich das interessiert, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. In diesem Buch geht es um Jamie, der Tote sehen kann. Ja, genau, wie in diesem einen Film. Aber er weist schon selber darauf hin, dass das eben nicht wie in diesem einen Film ist. Wenn er mit Toten redet, dann müssen sie ihm die Wahrheit sagen. Diese Toten sind nicht für immer da. Nach dem Tod kann man sie vielleicht ein paar Tage, eine Woche oder so sehen und dann beginnen sie allmählich zu verblassen und irgendwann verschwinden sie dann vollständig. Und Jamie ist eben ja die einzige Person in diesem Buch, die diese Toten sehen kann. Wie diese Gabe genutzt werden kann von ihm oder von anderen Menschen, erfahren wir dann in diesem Buch. Und wir begleiten Jamie durch seine ganze Jugend. Also es ist erzählt von ihm selbst aus der Ich-Perspektive, wo er so Anfang 20, glaube ich, ist. Und dann kurz ein bisschen von seiner Kindheit erzählt. Dann wird er immer älter und so die Haupthandlung findet statt, während er 13, 14, 15 sowas ist. Und dann begleitet man ihn halt so durch die Jugend und wie ihn diese Gabe eben beschäftigt und genutzt wird und so weiter. Die Charaktere in diesem Buch sind genial. Also die haben wirklich, wirklich Spaß gemacht. Allen voran Jamie, der eine Entwicklung durchzieht. Wir haben hier halt einfach eine Figur, die wir kennenlernen als 6-jährigen Jungen. Mal wieder ein sehr, sehr gut beschriebenes Kind, wie man das von Stephen King halt so kennt, der einfach nur stolz darauf ist, einen Truthahn gemalt zu haben und gar nicht begreifen kann, dass irgendwer denken könnte, der wäre kein Meisterwerk. Und eben noch völlig, ja, völlig im Ungewissen darüber ist, was das eigentlich für eine Gabe ist, die er da hat, weil für ihn ist es natürlich normal, dass er Tote sehen kann. Er kann ja nicht begreifen, dass das was Ungewöhnliches ist. Und dann sehen wir eben, wie er älter wird und damit zurechtkommt und irgendwann kein Kind mehr ist, sondern ein Jugendlicher. Und das ist halt schon mal super interessant zu sehen. Aber auch die anderen Charaktere. Wir haben noch seine Mutter, die sehr viel vorkommt und die feste Freundin seiner Mutter, die auch vorkommt und die, by the way, fast schon der beste Charakter des gesamten Buches ist. Also alle Charaktere sind ziemlich gut. Gefallen mir einfach richtig. Haben alle eine Entwicklung, haben alle so ihre Merkmale, ihre Eigenschaften. Und das macht Spaß zu lesen. Und grundsätzlich finde ich es immer so eine schöne Idee, diese Vorstellung, dass die Toten nicht direkt von der Erde verschwinden, sondern noch so ein bisschen da wandeln, vielleicht ein bisschen anders sind, als sie zu Lebzeiten waren. Hier bei Stephen King eben so, dass sie quasi keine Emotionen mehr haben, ihnen ist alles so ein bisschen gleichgültig und eben die Tatsache, dass sie immer die Wahrheit sagen müssen. Ganz kurz nochmal erwähnt, das ist jetzt natürlich nicht eine Erfindung von Stephen King, diese Idee, dass die Toten danach immer noch auf Erde mal sind. Ich habe das selber schon mal in einem anderen Buch gelesen von Dean Koontz, Die Anbetung. Habe ich auch eine Buchvorstellung mal zugemacht. Und natürlich gibt es da diesen Film, den ich selber allerdings nie gesehen habe, von dem halt immer nur dann in dem Zusammenhang geredet wird. Zurück zu dem Thema. Ich finde das eine coole Thematik immer. Nur bei diesem Punkt jetzt hier mit, die müssen immer die Wahrheit sagen, finde ich ein bisschen konstruiert. Das spielt halt der Geschichte in die Karten. So, weißt du, wie ich meine? Das passt halt gut zur Geschichte, dass die Toten immer die Wahrheit sagen müssen. Aber ich frage mich so ein bisschen, macht das Sinn? Also mal davon ausgehend, dass dieses Weltbild wirklich stimmt. Also die Toten sind unsichtbar für uns immer noch auf der Welt. Also möglicherweise steht hier neben mir gerade ein Toter. Könnte man sich irgendwie so vorstellen, man weiß es aber nicht. Aber macht es Sinn, dass die dann, wenn man sie was fragt, immer die Wahrheit sagen müssen? Was dagegen eben schon Sinn machen würde, wenn man mal so tut, als ob das wirklich so wäre, würde, dass die emotionslos sind. Sie sind ja irgendwie losgelöst von der Welt. Sie sind losgelöst von ihrem Körper und von der Welt und sind halt so ein bisschen losgelöst. Aber es passt halt nicht so ins Konzept, dass die dann die Wahrheit sagen müssen. Man fragt sich so, wäre das wirklich so? Das ist für mich ein bisschen unplausibel sozusagen. Wirkt so, als wäre das konstruiert, damit es halt in die Geschichte gut passt. Die Geschichte im Gesamten ist
ja, fast schon ein bisschen episodenhaft erzählt. Es wird so ein bisschen durchgerauscht schon, was für Stephen King-Verhältnisse natürlich total ungewöhnlich ist. Wir haben hier quasi eine komplette Kindheit und Jugend von einem Menschen, die halt auf 300 Seiten erzählt wird. Also ich fand es nicht zu schnell, ich fand es angenehm. Das war einfach gut zu lesen. Ich fand es nur ein bisschen ungewöhnlich für Stephen King-Verhältnisse, weil man ihn ja dafür kennt, dass er so ausführlich erzählt. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir auch so ein bisschen, naja, vielleicht ist es auch ausführlich. Vielleicht wäre das bei einem anderen Autor noch viel schneller durchgerauscht. Und für Stephen King-Verhältnisse ist das komplett normal erzählt. Es ist halt einfach eine schnelle Geschichte sozusagen. Es wirkt zwischendurch einfach ein bisschen episodenhaft. Und ich habe von anderen Seiten gehört, dass man das auch einfach noch weiter ausbauen hätte können. Aus jeder Handlung, die sozusagen passiert, aus jeder einzelnen Episode, die da passiert, hätte man ein eigenes Buch machen können. Dem stimme ich so halb zu. Ja, hätte man schon machen können, aber es ist absolut nicht schlimm, dass das nicht gemacht wurde. Es ist sogar gut, finde ich, dass das nicht gemacht wurde, weil so hat es halt seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charme. Das passt gut rein. Das ist dieser Anfang 20-jährige Jamie, der halt da erzählen will, was ihm da früher passiert ist. Und dann ist das natürlich nicht so unglaublich ausführlich beschrieben. Dann wird das natürlich so ein bisschen durchgerauscht. Und wie gesagt, es ist nicht zu schnell, es ist nicht zu ausführlich. Es ist genau richtig, meiner Meinung nach. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Es gibt eine unglaublich fette Anspielung auf eines der bekanntesten King-Werke überhaupt. Dementsprechend macht es natürlich auch Sinn zu erwähnen, dass das Buch sich nicht unbedingt als Einsteigerwerk eignet, weil es natürlich mehr Spaß macht, wenn man das Buch, auf das es angespielt wird, schon kennt. Dementsprechend, wenn du noch nichts gelesen hast von Stephen King, dann lies auf jeden Fall mal so die fettesten Klassiker, so S, Carrie, Friedhof der Kuscheltiere, Bret in Mos Salem. Ich zähle jetzt mal ein paar auf, weil ich will nicht mal nennen, um welchen Klassiker es sich genau handelt. Zurück zu dieser Anspielung. Ich finde, sie hat den Zweck erfüllt, dass ein sehr alter, klassischer King-Vibe aufkommt, der aber halt auch nicht einfach nur ein Abklatsch ist von diesem alten Vibe, sondern trotzdem neu und moderner wirkt und einen auch so ein bisschen fragen lässt, ob da in der Zukunft noch mehr zukommt. Das muss aber nicht. Ich habe mir das selbst so ein bisschen gedacht, habe das dann noch von der anderen Seite auch gehört, diese Überlegung. Und man könnte sich so überlegen, vielleicht kommt da noch mehr zu, vielleicht kommt Jamie oder andere Charaktere aus dem Buch nochmal in zukünftigen Büchern vor, vielleicht gibt es mehr Verknüpfungen in der Zukunft, als würde Stephen King so ein bisschen auf was hinarbeiten und was aufbauen, aber das muss auch nicht sein. Also diese Überlegung kam mir und sie hatte noch jemand anders, aber ich habe mir gedacht, es wäre auch absolut nicht verwunderlich, wenn das nicht passiert. Alles in allem kann ich sagen, später ist eine coole, kurzweilige Geschichte mit sehr ausgereiftem Erzählstil. Also man merkt ihm wirklich an, dass das gerade Jamie schreibt und nicht Stephen King. Jamie, der Anfang 20 ist und eine Entwicklung durchgemacht hat, der schreibt das und nicht Stephen King. Das merkt man dem an. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Es sind Charaktere dabei, die die Geschichte tragen und die im Grunde alle eine Entwicklung durchmachen, die plausibel ist. Und dazu gibt es eben eine fette Anspielung in diesem Buch, die eigentlich allen King-Fans mehr oder weniger gut gefallen könnte. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Ich bin gespannt, was Stephen King so in Zukunft schreibt. Ich habe ja auch noch sehr vieles von den alten Büchern vor mir. Deswegen komme ich immer selten dazu, wirklich neuere Bücher von ihm zu lesen. Aber ich bin sehr gespannt und ich wünsche auch euch sehr viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.